dreht voll ab. Also die Geschwindigkeit ist unfassbar krank, ey. Das hat richtig gefetzt. Hi und willkommen bei Coaster Couple. Wir sind immer noch in Columbus, aber nicht mehr lange, denn heute geht's nach Cedar Point. Endlich, ey. Achterbahnhauptstadt der Welt. Wie viel haben wir? 16 Counts? 17 oder 18, glaube ich sogar. Top Thrill hat leider zu. Wir haben gestern noch mal geguckt. Das wurde leider nichts. Die machen 100 pro am Freitag, ist so ein Coaster-Enthusiasten-Event. Da 100 pro versuchen sie aufzumachen. Egal, wir haben sau viel cooles Zeug. Steel Vengeance. Aha, da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben auch 2 Tage, das heißt, wir haben ausreichend Zeit, um es da umzuschauen, Rewrites zu machen. Wir sind auf jeden Fall super, super gehypt. Haben jetzt 2 Stunden Autofahrt. Gucken, dass wir jetzt noch irgendwas zum Frühstücken kriegen, weil hier gab es jetzt nur einen Kaffee. Und also Wasser, braunes Wasser gab es hier. Boah, es war besser als gestern. Das stimmt. Und wir machen uns mal auf den Weg, oder? Ganz genau. Halber Strecke was frühstücken, ganz klassisch bei McDonald's. Wir haben gedacht, naja, da weiß man, was man kriegt. Und die haben da auch diese Bestellterminals, das ging dann recht easy. War aber nichts Besonderes, also so ein McMuffin, was es auch bei uns gibt, und ein Kaffee bzw. O-Saft. Wir haben jetzt noch ungefähr 50 Minuten zu fahren und es ist sau cool. Wir fahren hier nicht durch oder über die Autobahn oder Interstate, sondern durch so ganz kleine Käfferchen. Und das ist echt, echt cool. So wie man sich Amerika vorstellt. Wie fährt sich so? Ganz entspannt. Ganz entspannt. Das ist halt nur geradeaus, ne? Das ist das Coole bei den Amis, dass man nur geradeaus fährt quasi die ganze Zeit und dann entweder dann nach Westen, links, rechts, bla bla bla, so die Himmelsrichtung halt, ne? Das ist halt ziemlich entspannt. Wir sind mittlerweile angekommen in Cedar Point und sind auch jetzt direkt schon das erste gefahren, weil vorne war so die Hölle los. Was war das erste? Millennium Force! Yeah. Intermin Giga Coaster, der erste Giga Coaster sogar. Die gleichen Züge wie auf GeForce. Geht voll ab. Also die Geschwindigkeit ist unfassbar krank, ey. Vor allem, der First Drop ist quasi direkt neben dem See. Das ist so geil, das sieht so gut aus. Airtime ist nicht so viel, ein bisschen schon. Aber die Geschwindigkeit ist einfach unfassbar geil. Krass. Nee, hat voll Bock gemacht. Wir müssen jetzt erstmal, bevor wir irgendwas anderes fahren, müssen wir erstmal gucken, ob wir jetzt Fastpass brauchen oder nicht. Es sah schon relativ voll aus am Eingang. Aber ich habe gesagt, wir warten jetzt nochmal ab, weil wir können es ja nicht einschätzen, was hier denn voll heißt oder nicht. Aber ich meine, wir waren dann relativ schnell in der Schlange und haben jetzt schon eine halbe Stunde gewartet. Ja. Für das, dass ja eigentlich die Amis eher ein bisschen später kommen, war das jetzt schon relativ viel Wartezeit am Anfang. Das sah vorne am Eingang so aus, als wenn der halbe Bundesstaat da wäre. Wir sind jetzt ausgestattet mit unseren Fastpass Plus, weil das hat jetzt $120 gekostet und der normale hat irgendwas um die knapp 100 und dann sagt, komm, jetzt die $20, wir sind jetzt auch nur einmal oder morgen auch, aber zweimal hier, dann nutzen wir das jetzt aus, weil es ist wirklich brutal voll. Also Maverick waren wir jetzt halt gerade, da sagen wir gleich, wie es geil war, aber 1,5 Stunden
schon. Und das noch nicht lang nach Parköffnung. Und es ist jetzt quasi im ganzen Park schon so. Also ich glaube, wir hätten sonst keinen Spaß gehabt. Wir machen das nicht oft. Wir wollten uns das jetzt auch mal ein bisschen angucken. Aber als wir dann die Schlange bei Maverick gesehen haben, haben wir gedacht, geht no nicht way. Anders. Maverick, arschgeil. Intermin Blitzcoaster. Oder Blitzcoaster oder Megalight, ich bin mir nicht sicher. Mega geil. Richtig gut. Der First Drop, der ist irgendwie nur 20 Meter hoch oder so. Aber der ist krass. Aber die haut so, ne, raus. Und auch diese Umschwünge, die sind ja unfassbar. Man hat da ja auch so Softwesten, aber die braucht man auch. Die braucht man, weil ich glaube, sonst reißt es dich da durch den Zug. Also mich hat, also wahrscheinlich habe ich morgen ein bisschen blaue Flecken an der Schulter, weil das so krass war. Wie fandst du den zweiten Lounge? Der war richtig der gut. War krass. Der fängt zwar so ein bisschen langsam an, aber dann kriegt er so richtig Punch. Man bremst Punch, kurz ab, ne? Und dann geht's aber los. Ey, und die, wie gesagt, diese Umschwünge, man, die ganze Zeit, dann täuscht er einmal an und dann doch wieder das in die andere Richtung. Das ist eine richtig geile Bahn. Hat richtig Bock gemacht. Und dann in der Station, die Operator hier, die machen immer so Stimmung und sowas. Wie war eure Fahrt? Und alle so, wuh. Und der hat sich sogar ein bisschen mit uns unterhalten gehabt. Der hat dann gehört, dass wir nicht von hier sind. Da hat er gefragt, wo wir herkommen und so. Und er hat gesagt, ah, Deutschland, das ah, ist ja da in der Nähe hier von dem Hersteller der Bahn und sowas. War witzig, ja. Das war echt cool. Generell, das machen die in allen Cedar Fair Parks. Das haben wir gestern im Kings Island Vlog auch vergessen zu erwähnen. Also es ist schon, es macht ein bisschen Stimmung. Die sind auch mega nett, ja, und so. Da wird man auch mal ein bisschen gehypter. Das ist schon witzig. Das macht ja Spaß, ja. Gerade hinter uns auch Steel Vengeance, alter Schwede. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist unfassbar krank, ey. Das ist so der Hammer. Und wir saßen in der nichtssagenden Mitte. Und da war es schon heftig. Und da war es schon geil. Die Fahrt hört gar nicht auf. Die ist übel lang. Es geht irgendwie, keine Ahnung, 4-5 Minuten oder sowas. Und so viele Elemente, die super variantenreich sind. Und so viel seitliche Airtime auch. Ich hatte so in einer Kurve so das Gefühl, okay, komme ich jetzt irgendwann nochmal in den Sitz zurück? Das war so krass. Die Leute feiern es auch übel. Da war so noch irgendeine Gruppe und die haben hier voll rumgeschrien gehabt und sowas. Das war so geil einfach. Das ist so unfassbar gut. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch ein paar Mal fahren können heute, weil wir haben jetzt trotz Fastpass auch 30 Minuten Fastpass. Nee, 25 Minuten. Also da sieht man auch, das gibt mal ein Gefühl, wie voll das heute ist, wenn wir sogar in der Fastlane so lange warten. Ja, ich habe jetzt mal die Zeit ein bisschen gestoppt, 25 Minuten, und wir saßen im Zug drin, festgeschnallt und alles. Also ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall noch mal eine Fahrt in einer der hinteren Reihen zu finden. Vor allem jetzt auch hier zu stehen und das zu sehen und auch ein bisschen den Zug zu sehen. Die Schnauze von dem blauen Zug haben wir ein bisschen gesehen. Also ich meine, ich finde es auch schade, aber ich hätte so Schiss davor gehabt. Deswegen, so ein bisschen finde ich es auch nicht schade. Das wäre so die erste Achterbahn gewesen wieder, wo ich echt wieder ein bisschen wahrscheinlich Bammel hatte und so Kribbeln im Bauch. Kommt und so ja noch, da kommt noch was. Ja, aber, da, ja, aber das, was da kommt, hat kein Spike. Aber dieser Spike, ey, das ist...
wie groß der ist. Das ist unglaublich. Das kann man sich echt, auf dem Video kommt es nicht mal halb so hoch rüber, wie es wirklich ist. Es ist ja den ganzen Tag auch so ein bisschen neblig. Jetzt gerade zieht es ein bisschen, oder kommt ein bisschen blau durch, aber die ganze Zeit oder den ganzen Morgen hat man die Spitze nicht mal gesehen, weil der Nebel da drüber lag. Also, ach man. Also, Cedar Point, wir hoffen, ihr kriegt das Ding schnell hin. Wir kommen auf jeden Fall wieder dafür. Ja. Wir haben jetzt eine kleine B&M-Tour hinter uns. Wir haben Ruga-Route erst gemacht, das ist ein Flawless. War jetzt, weiß ich nicht, war nichts Besonderes. Also, ich hab's ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich glaube, es war mal ein Stand-Up oder so, aber war jetzt nichts, wo man drüber groß was erzählen könnte. Dann Bellraven. Das ist der Dive-Coaster hier. Der war ziemlich gut, weil diese hohen Dive-Coaster, die sind halt richtig geil. Ne? Das gefällt mir schon gut. Der hat aber nicht die ganz großen 10er rein, sondern nur 8. Ja. Aber es war trotzdem mega geil. Der First Drop ist einfach, ey, diese 70 Meter oder was der hat, ne, ist schon geil. Das ist, ja. Und dann haben wir gerade noch Raptor gemacht. Das ist der B&M Invert hier. Fand ich jetzt auch eher so, meh. Ja, der, also ich habe ziemliche Schläge auch abgekriegt. Neben mir saß auch so ein kleiner Junge, wir saßen übrigens in der Front Row, neben mir saß so ein kleiner Junge, der hat mich die ganze Zeit vollgequatscht. Die ganze Zeit nonstop, der hätte zweimal scheißegal, ob sie antwortet oder nicht. Und der hat aber auch schon gesagt, dass das ein ziemlicher Rüttler. Ein Rüttler ist. Es hat auch sehr gerüttelt, ja. Die Inversionen waren schon nicht super angenehm. Ich habe meinen Kopf so vorgestreckt, dann ging's. Der hat eine Cobra Roll, die fand ich ziemlich unnötig, die war einfach nur krass unbequem. Aber was wir im Vorfeld bei der Recherche entdeckt haben, ist, dass der Typ von Achterbahn, also genau der als Klon... Was heißt genau der Typ? Also genau diese Achterbahn. Ja, genau diese... Sollte ich gleich schon wieder sagen. Genau diese Achterbahn, da steht ein Klon im Valligator Park in Frankreich. Genau die gleiche, gleiches Layout, komplett gleich. Wir haben noch Blue Street gemacht, die einzigste richtige Holzachterbahn hier im Park. Sie ist 60 Jahre alt, so entfernt sie sich auch. Ich fand's cool, es ist halt kranke Airtime, so, ja. So total außer Kontrolle und sowas. Also deswegen dafür, dass sie aussieht wie so eine relativ kleine Familienachterbahn, hat die schon ganz schön... Die haben's schon in sich, ja. Ganz schön toll. Nee, es hat gebockt. Und jetzt gehen wir zum Gatekeeper. B&M-Lauf und haben ihn einfach weitergemacht oder mitgenommen, den B&M-Flow. Flow. Und haben jetzt Gatekeeper gemacht, den Wing Coaster hier am Eingang. Was sagst du? Ist nicht der beste Coaster überhaupt oder so, aber die Fahrt ist saugeil, weil die liegt halt richtig cool am Wasser und man fährt so über den Eingang drüber. Das ist so geil einfach. Wir hatten Front Row, das war mega gut. Ja, also ich fand es auch cool, dass wir in der ersten Reihe, wir haben halt alles gesehen und so. Und wie Chris gesagt hat, die liegt halt einfach sau cool, die Bahn. Und wir hatten halt perfektes Wetter auch noch, ne? Das ist halt, das war traumhafte Fahrt eigentlich.
Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das Wetter jetzt auch noch so ändert hier heute. Ich meine, heute Morgen war es ja richtig diesig. Ja, ist halt am See, ne? Und jetzt strahlender Sonnenschein. Ja, wir sind jetzt mal wieder auf dem Weg ins Parkinnere rein und dann schauen wir, dass wir jetzt ein paar Rewrites machen. Ja, wir machen jetzt Marathonfahrten auf Maverick und Steel Vengeance. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile im Hotelzimmer angekommen, waren jetzt eben noch was essen, auch lustigerweise wieder bei McDonald's. Nicht, weil wir da drauf so abfahren, also auch, aber der war jetzt halt direkt hier im Hotel. Alter, habe ich Sonnenbrand, ey. Scheiß die Wand an. Wir sind hier im Cedar Point Express Hotel. Das ist so ungefähr 6 Minuten mit dem Auto, 6-7 Minuten von Cedar Point entfernt. Das ist quasi die zweite rechts, wenn man von dieser Halbinsel runterfährt. Das ist also. Das Zimmer ist super cool. Wir haben hier Millennium Force und Raptor und da hinten hängt noch, was hängt da? Bellraven. Ja, genau. Die Zimmer sind super geräumig, super sauber. Wir sind hier jetzt 2 Nächte, haben morgen sogar Early Theme Park Entry, 1 Stunde sogar. Jo, wir sind jetzt am Schluss noch einmal Maverick gefahren, in der letzten Reihe. Das Alter, das Ding fetzt, das ist unfassbar. In der letzten Reihe, dieser Drop ist, Alter, das ist voll krass. Also ich war ja nach der ersten Fahrt noch so ein bisschen, was heißt skeptisch, war schon cool, aber ich dachte, naja, ist der First Drop jetzt ein bisschen overhyped? Nein, in der letzten Reihe überhaupt nicht. Richtig krass, ja. Und Steve sind wir nochmal gefahren. Ich liebe die Bahn, gell? Das ist einfach wahrscheinlich neue Nummer 1. Weil das Ding hat einfach alles. Es ist fast schon langweilig, wie gut sie ist, weil sie ist einfach, Alter. Die kann alles, die ist voll schnell und wir sind, die war jetzt nochmal aufgewärmt, ne? Das Ding fetzt da durch und ich war jetzt auch nicht mehr so krass gestapelt wie beim ersten Mal. Alter Schwede, ey, ich war nur mit dem Hintern raus aus dem Sitz, ne? Krasses Teil, echt. Und ewig, diese Bahn geht ewig. Wenn ihr mal Satra gefahren seid, quasi die ganze Fahrt Satra ist eine Hälfte von Steve. Ich dachte auch irgendwann, oh Gott, ich kann nicht mehr, wann ist es vorbei? Ja, echt geil. Ja. Ich freue mich auf morgen. Morgen müssen wir noch ein paar kleinere Rides mitnehmen. Ja, die wir nicht geschafft haben. Ja, leider habe ich auch schlecht getimt, weil ich habe jetzt halt aktuell, Stand jetzt, 199 Counts. Und jetzt haben wir aber den ganzen guten Scheiß schon alles gemacht. Das heißt, mein 200. Count wird vermutlich eine wilde Maus. Geil! Ja. Wir hoffen, dass morgen nicht so viel los ist wie heute. Also ja, es war verrückt. Heute ist Montag. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass heute so viel los ist. Also ohne Fastpass hätten wir safe nur die Hälfte geschafft. Wenn überhaupt. 100%. Also jetzt bei Steel Vengeance standen wir jetzt auch 1 Stunde an. Ne? Mit Fastpass aber, ne? Man muss sagen, es gab eine kleine Downtime zwischendrin, aber es war vielleicht 10 Minuten oder so. Aber wenn so, du die Downtime hast, wenn du nicht beim Fastpass stehst, dann hast du ja noch mehr geschissen. Also deswegen, also das war heute ohne Fastpass, wir hätten es nicht geschafft. Also die $200 oder was, oder $240, die wir jetzt bezahlt haben, haben sich tatsächlich gelohnt, muss ich sagen. Das ist ein schweineviel Geld, aber wir kommen halt wirklich nicht so oft hierher. Ne? Und morgen, lass morgen nochmal so voll sein. Dann schaffen wir wieder nicht so viel. Ne? Also deswegen, jetzt haben wir wenigstens alle großen Towns. Alles geschafft und können dann morgen entspannt, auch genau. Wenn es morgen so voll ist. Naja, dann genau. Ja, ist es halt voll, dann fahren wir halt nicht mehr so viel. Aber ja. Wir machen uns jetzt mal ins Bettchen. Genau. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich noch ein paar Bilder oder Impressionen von dem Zimmer hier. Oder spätestens uns morgen.
2. Wir hatten jetzt den früheren Parkeintritt eine Stunde. Ja. Da haben wir die wilde Maus gemacht. Ja, wir mussten noch ein paar Accounts, jetzt müssen wir noch nachholen. Ne? Wir haben noch nicht alles gestern geschafft, muss man dazu sagen. Die wilde Maus war eigentlich ganz cool, das ist relativ neu, das hat letztes Jahr aufgemacht. Ja, ne? Von Zamperla. Das war, glaube ich, die beste wilde Maus, die ich gefahren bin. Ja, so Drehmaus auf jeden Fall, ja. Weil das halt, das ist mal was anderes. Es hat nicht immer nur so Mauskurven, sondern auch so Overbank-Kurven und so. Es hat mir echt gut gefallen, es ist relativ kurz zwar die Fahrt, aber ich fand es sehr gut. Die Sitze sind auch sehr angenehm, fand ich gut. Dann haben wir noch den Suspended, was auch immer, Spezialding gemacht, wo man wieder in den Wegen so unten sitzt. Sie weiß nicht, was ist. Es ist eine Suspended Coaster von Arrow, wo man halt diese Wegen hat, die unter der Schiene hängen. Das war jetzt relativ lame. Ja, also den fand ich gestern oder vorgestern in Kings Island fand ich besser. Da war das Layout ein bisschen besser als hier. Und dann hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit und haben dann nochmal ein Millennium Force gemacht. Das Ding ist so geil, gell? Es hat kaum Airtime, aber die Geschwindigkeit, dieser First Drop, einfach über 90 Meter, einfach, das ist so geil. Du saßt jetzt tatsächlich in der allerletzten Reihe. Das hat richtig gefetzt, das hat echt Spaß gemacht. Jetzt ist quasi kurz nach 10, jetzt kommen auch alle anderen rein. Jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Ja, wir machen jetzt ein bisschen gemütlicher mal heute noch. Und wir müssen noch ein paar Sachen filmen. Wir haben gestern quasi nichts gefilmt, nur gefahren. Und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen Rewrites auf Steve bekommen und auf Maverick. Und ganz entspannt. Und den Corkscrew müssen wir uns leider auch noch holen. Arrow Corkscrew, der wird schlagen wie Hulle. Wir kommen jetzt gerade aus den letzten zwei Bahnen, die wir noch hier offen hatten an Counts, weil die anderen beiden sind Lost Counts. In den ganz kleinen Coaster hier dürfen wir nicht fahren, weil wir zu groß sind. Und der ganz große. Und der ganz große ist zu. Halt. Wir haben jetzt halt Magnum. Der erste Hypercoaster überhaupt auf der Welt. Genau. Von was habe ich gesagt? Arrow. Ja. Wir sind sogar zweimal gefahren, einmal ganz hinten, aber tatsächlich dann halt auf den Rädern und einmal vorletzte Reihe, das heißt, da saßen wir nicht auf den Rädern. Vorletzte war besser. Aber Alter, schießt sich da raus. Das Ding hat krasse Ejector Airtime. Ich liebe diese Bahn. Ich hole mir auf jeden Fall ein T-Shirt von der, weil es gibt bessere Bahnen hier drin, aber dieses Ding ist einfach übel alt und der erste Hyper und so, richtig geil. Hat übel Spaß gemacht. Was dann allerdings genau das Gegenteil davon war, auch von Arrow, war Corkscrew. Ja, war scheiße. Der einzige Vorteil ist, dass die Bügel halt relativ so niedrig sind, dass der Kopf halt rausguckt. Weil es so Schulterbügel hat. Ganz halt. So schlimm. Ja. Aber ja. Brauche ich nicht nochmal. CC+1 genau. Und Haken dran. Aber was ich nochmal brauche, ist Steve. Hier gerade noch an so einem Rafting vorbeigekommen und die Leute, die an uns vorbeigekommen sind, waren bis auf die Knochen nass. Ich schwör's. Die gehen sich hier alle abtrocknen, ziehen sich aus,
Und dann haben sie so Eimerchen, wo man seine Schuhe reintun kann. Und das heißt, die fahren da drin barfuß? Die fahren nicht nur barfuß, die fahren teilweise halbnackt, einfach nur in Unterwäsche, habe ich Frauen schon gesehen. Das ist echt krank. Vor allen Dingen die Amis, die prüden Amis, ne? Wir sind durch. Das war's. Zwei Tage. Leider. Ich kann das noch gar nicht realisieren. Ich auch nicht. Das ist so surreal. Das ist unfassbar. Das ist das gelobte Land für jeden Achterbahn-Fan. Und es fühlt sich total komisch an, dass man jetzt auf einmal hier war und jetzt ist schon wieder rum. Es ist einfach, ich kann das noch gar nicht so richtig verarbeiten. Ein Park mit so vielen krassen Highlight-Achterbahnen. Das ist unfassbar. Es war so gut. Der Park ist mega geil. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Ami-Freizeitpark, einfach Achterbahn hingeklatscht. Es sieht überall schön aus und sowas. Es ist gepflegt, es ist zum Teil sauber. Es ist ein bisschen thematisiert und ja, wie du sagst, zum Teil sauber. Aber das stört eigentlich gar nicht, weil die Achterbahnen einfach so herausragend sind. Die Leute sind zum Großteil freundlich. Es ist keine Disney-Freundlichkeit, aber sie sind zum Großteil freundlich. Und die Achterbahnen sind der Hammer. Die sind alle der Hammer. Jede einzelne Bahn, die dort hier steht, wäre in Europa eine Highlightbahn. Es ist unbeschreiblich. Das ist so krass, einfach so viele geile Bahnen auf einem Fleck zu haben. Hat so gebockt. Lieblingsachterbahn. Nummer 1 Steve. Nummer 2 Maverick. Dann Millennium Force, Magnum XL. Ich könnte alle aufzählen fast. Ich würde nur die ersten beiden tatsächlich für mich umdrehen. Ich finde Maverick einfach unfassbar gut. Für mich war das echt. Mich hat es einfach nur geplättet. Keine Ahnung. Wir hatten jetzt noch eine letzte Fahrt auf Steel Vengeance und es war der Hammer. Die hat so rumgerissen und aus dem Sitz geholt und es ist halt übel warm, ne? Wie man auch an meinem Gesicht wahrscheinlich erkennt und so. Es war der Hammer. Echt. Steve werde ich am meisten vermissen. Dass ich den jetzt lange Zeit nicht mehr haben werde, das wird echt wehtun. Ja. Ansonsten, wenn ihr so Fans seid wie wir und ihr das auf eurer Bucketlist habt, ihr müsst hierher kommen. Ohne Scheiß. Es ist der Hammer. Wir haben jetzt gegessen, nur heute hier. Ja. Es war nicht so der Knüller. Nee, war nicht so der Hammer und auch sehr teuer. Trotz, dass wir noch Season Pass Rabatt hatten und so. Deswegen, also wenn ihr hier seid, dann versucht es irgendwie über die Zeit zu bringen und dann außerhalb zu essen. Das lohnt sich nicht so wirklich. Was sich lohnt, ist ein Abo da zu lassen. Weil bei uns geht es ja natürlich weiter auf der Tour jetzt halt. Und wenn ihr den vorherigen Vlog aus dem Kings Island verpasst habt, dann empfehle ich euch, den jetzt sofort anzuschauen. Vorher gibt ihr dem Video noch einen Daumen nach oben und bis dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ciao.